Meine nächsten Gäste sind Deutschlands, und das muss man sagen, erfolgreichste Girlgroup aller Zeiten. Und allein die Tatsache, dass sie seit einigen Wochen wieder überhaupt auf Spotify zu hören sind, ihre alten Lieder, hat einen riesen Hype ausgelöst. Auf einmal, wie aus dem Nichts, ist der Hashtag nach oben geschnellt. Und ich freue mich sehr, dass sie wieder da sind. Warum sie wieder da sind, das können sie uns jetzt mal selber erzählen. Herzlich willkommen, wir sind die No Angels! Oh nee, was ist das denn jetzt? Oh, Cookies. Cookies, bla bla bla. Da drauf, hier. Okay. Hat das jetzt... Okay. Namaste. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Hallo zu Hause. Deutschland! Das sieht so, ja so ist es, genau. So lustig mit den großartig. Beinen, ne? So ist das, genau. Ja, wir haben, das sah schön aus. Wir haben hier ein Publikum, das genauso aussieht wie immer, aber deutlich besser riecht. Oh. So. Hat er gesagt. Schön, dass ihr da seid. Und ja, ich habe es gerade gesagt, ihr seid, ja, wie soll man das, also so oder so, wie man das jetzt auch immer nennt, aber man kann ja schon sagen, sonst wärt ihr ja nicht hier auf diesem Sofa. Ihr seid ja in gewisser Weise zurück. Ja. 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 Warum? Ja, weil wir 20-jähriges Jubiläum feiern. Ja. So. Ja. So alt sind wir schon. So alt sind wir schon. 20-jähriges wow. Jubiläum. Ja. Ja. Ich habe meine liebe Mühe, manchmal die Vornamen von so Bandmitgliedern auswendig zu lernen. Ah. Ich will das zugeben. Aber bei euch natürlich nicht. Ne? Ich muss mich, ihr seid eine Band, auf die brauche ich mich nicht vorbereiten, weil ich wirklich ja, die Anfänge mitbekommen habe. Das stimmt. Wisst ihr, wo ich euch mal gesehen habe? Das erste Mal. Da war ich für 50 Euro... Publikum bei Top of the Pops. Nein. Aber das war noch D-Mark dann. D-Mark wahrscheinlich noch. Ja, 2001. Da habe ich praktisch Geld dafür bekommen, dass wir uns treffen. Wie heute. Ja. Ja. Uns geht es da ganz genauso. Ja. Aber das war das Erste. Also so lange ist das tatsächlich her. Yeah. Und ich möchte wirklich ein Kompliment ausstellen. Ihr habt ja, und das muss ich einfach sagen, bei der langen Zeit da, ihr seht tatsächlich exakt genauso aus wie das letzte Mal, als wir uns gesehen haben. Und das ist also lange, lange, lange her. Ja. Das heißt, ihr habt offenbar in der Zeit ein schönes Leben gehabt, kann man das so sagen? Ja, ja? Ja, auf jeden Fall. Wie war es denn in der Zeit ohne die No Angels? War es lustiger, war es befreiender? Brauchtet ihr die Zeit, um jetzt wieder so zusammenzukommen? Ich glaube auch das, definitiv. Wir brauchten schon Zeit für uns, um auch mal einfach uns anders kreativ auszuleben. Und Kinder zu bekommen. Und so. Das ist ja in gewisser Weise auch kreativ ausleben. Ja, in gewisser Weise schon, ja. Es ist aber, man geht aber nicht in diese Zeit, damit man ein bisschen was anderes erlebt, weil man später wieder gemeinsam etwas machen wird. Nicht. Es war definitiv in diesen 10 Jahren nicht einmal die Rede, dass wir uns auch zum 20. zusammentun würden. Und das hat sich tatsächlich letztes Jahr nach vielen Monaten und einfach Austausch, natürlich halt aus der Distanz, über 2 Kontinenten Austausch, dann irgendwann ergeben, genau nach dem, was du erzählt hast, die Musik dann plötzlich irgendwie da war und wir eine Mail bekommen haben, ey, übrigens, eure Musik wird jetzt irgendwie online und wir so, echt, wirklich, auch toll. und einem hat dann zum anderen geführt und wie du gesagt hast, tausende von Menschen haben uns Liebeserklärungen gemacht, Geschichten erzählt über Zusammenkommen, über Freundschaften, also über vielleicht bestimmt auch Kinder machen. Ja, klar. Also Geschichten, meinen, die man mit uns und mit der Musik vor allem verbindet. Ja, das ist aber so. Und heute sitzen wir jetzt Monate nach diesen Geschichten. Auf einmal seid ihr wieder da. Und ich muss wirklich sagen, damals, ich kann mich noch daran erinnern, wie ihr zusammenkamt auf dem Sender RTL 2, dann habt ihr diesen Sender verlassen. Ich kann euch versichern, als Fernsehschaffender, der Sender hat sich von diesem Schock niemals erholt. Ja, oh Gott. Es wurde nicht mehr besser, seit ihr weg seid. Darf ich lachen? Ja. Und dann, habt ihr denn diese Klassentreffen-Gefühle, also dass ihr so ein bisschen, also was man manchmal ja hat, wenn man mit Menschen zusammenkommt, die man eigentlich schon lange kennt und viel auch übereinander weiß, hat man sich aber lange nicht gesehen, dass man so in alte Rollen verfällt. Mhm. Und zwar innerhalb von 5 Minuten ist man halt genau 20 Jahre jünger, benimmt sich auch so und Leute, die mit einem gegenwärtig zu tun haben, denken, was ist denn nun los? Ja. Also habt ihr das? Es ist schon eher nicht so wie so ein Klassentreffen, sondern schon so wie so eine kleine Familie. Ja.
Ja. Wir haben natürlich sehr, sehr viel miteinander erlebt und das verbindet einen natürlich sehr. Und es ist aber auf jeden Fall so, also wir haben uns alle schon weiterentwickelt und sind reifer geworden, aber manchmal merkt man das halt nicht so. Nee. Aber ich kann sagen, ich habe mir euren Instagram-Kanal da angeschaut und so, also da merkt man das jetzt nicht. Also, das ist so okay, danke. Kinder erziehen und so weiter, es hebt zusammen, wo man denkt, ob das wohl so klappt. Also es ist ja genau das, was sein soll. Also ihr habt sehr gute Laune, ihr seid... Ja, im besten Sinne so, wie man das sein sollte in einer Band. Ja, Spaß daran. Also wir haben auch Momente, wo die Laune jetzt nicht so gut sind, aber die sind, denke ich mal, auch wichtig, damit die dann 5 Minuten später wieder gut werden. Ja, absolut, wir haben einen Videodreh, ich glaube 20 Stunden fast, ne? Ja. Also ab 2 Tage. Ab 2 Uhr nachts geht da nichts mehr, wenn du dich nicht irgendwie gegenseitig so hochpushst. Ja, ne? nach müde kommt. Zum Wahnsinn. Lustig. Ja, genau. Und wir haben hier ein paar Ausschnitte aus dem Studio, aus den Studioaufnahmen von Daylight in Your Eyes. Da können wir mal reingucken hier. Ja, so, jetzt habt ihr also Daylight in Your Eyes, wie kann man das nochmal sehen, da neu aufgenommen. Ja. Mit dem sehr einprägsamen Titel Daylight in Your Eyes Celebration Version. So ist das, genau. Und so Design, alles war noch da, ne? Ja. Ja, das haben wir noch rausgegraben, so 20 Jahre später. Aus dem Paint-Ordner. Ja. Wiedergefunden. Ja, ist ja wichtig, dass man auch die alten Gefühle wieder hat. Ne? Ja. Also manche von uns haben sich diese Flamme tätowiert. Es geht ja nicht anders letztendlich. Es geht nicht anders. Halt, es ist ja schon da. Die kann ja nicht jetzt irgendwie verändert werden. Ach so, du hast dir die Flamme tätowiert. Na, also gut. Ja. Als erfolgreichste Girlgroup. Ja, danke. Da. Also jetzt sage ich es auch, ich habe sie auch tätowiert. Yeah! Nein, aber warum habt ihr, ich habe aber auch, was denn? Nee, ist egal. Was hast du denn? Sag jetzt mal. Nee, das Broses-Tattoo, das bereue ich ein bisschen. Das wollte ich nicht. Aber bei euch, da habe ich mich nie... Ist eine gute Idee. Oh, sag mal, warum muss man das denn eigentlich neu aufnehmen? Also war das alte nicht mehr jetzt gut genug? Oder war das irgendwie... Warum habt ihr das denn jetzt noch mal aufgenommen? Das gab's doch. Also habt ihr doch schon mal sehr gut gesungen. Ja, aber schon ein bisschen was her. Und, ne, 20 Jahre, unsere Stimmen haben sich natürlich auch verändert. Ne, dass es authentisch bleibt. Da müssten wir natürlich das auch zeitgemäß machen. Ja. Richtig. Ja. Ja. Wir sind ja keine kleinen Mädchen mehr. Und das hörst du. Das hat natürlich auch einen Charme. Ja. Definitiv. Mhm. Vor 20 Jahren, das war genau dieses Yeah. Und es klang einfach nach Daylight. Ja. Aber es ist nach 20 Jahren dann doch schön, wenn die Stimmen gereift sind, das dann auch nochmal aufzunehmen. Mit der gleichen Freude. Wir sind ja jetzt eigentlich auch zu viert, letztendlich muss man sagen. Das stimmt, wir sind jetzt auch zu viert. Ja, und da gab's das hat man bei Take That auch nicht gehört, dass da einer gefehlt hat. Weißt du, alles hat Gary Barlow gesungen und zwar 4-mal übereinander. Wahrscheinlich. Ja. Ob da jetzt Howard da schief mitgebrummt hat, also... Ich weiß nicht. Sag mal, hast du nicht gesagt, du bist nicht mehr so böse? Ja, nicht den Leuten gegenüber, die da sind. Ach so, das machst du dann morgen. Immer nur hinterm Rücken von Leuten, die sich nicht wehren können. Ja, da schon. Ja, wie sich das gehört. Ich bin feiger geworden. Das ist Und morgen ist Broses in der Sendung, ne? So, bitte? Morgen ist Broses in der Sendung. So ist es, genau. Ja, genau. Apropos, Detlef die Soest, macht der noch eure Choreos? Nee. Nein. Nein. Das machen, nee, tatsächlich, also das ist halt total, total, also wir haben ein unglaubliches Team gerade, das mit uns arbeitet, Army of Love. Und das sind 3 junge Menschen, die so eine kosmische Vorstellung für uns hatten und einfach gekommen sind und gesagt haben, wir wollen, dass ihr einfach unmöglich geile Dinge macht. Ja. Und das haben wir in 2 Tagen so mal richtig gemacht. Ja. Ja, sag mal, vor allen Dingen habt ihr ja auch, also es ist ja erstmal eine kuriose Zeit, um eine Band neu aufflammen zu lassen. Das stimmt, total. Ne? Also jeder, der momentan keine Band hat, denkt, ein Glück, ne? So, weil dann ist ja nichts, was einem wegfällt. Ja. Jetzt habt ihr in dieser schwierigen Zeit euch aber auch wieder annähern müssen. Ihr musstet proben, habt ihr das per Zoom gemacht? Oder? Ja, tatsächlich per Zoom. Echt? Weil du bist ja auch gar nicht immer da. Ne? Du wohnst ja in Amerika. In Amerika? Ja? Da wird das mal schwierig. Nee, tatsächlich über Zoom. Also so hat's ja, wir haben schon vorher Zoom
für uns privat genutzt. Man mag es kaum glauben, aber wir untereinander haben uns schon vorher ausgetauscht. Und dann ging es mit Proben und Gesprächen und so weiter, wurde das immer intensiver. Und das kannst du natürlich nur über so eine Konferenzschaltung machen. Und ja. Da war das schon ganz praktisch. Und witzig auch. So. Auch sehr witzig. Auch sehr witzig. Auch bei mir morgens, bei euch abends. Und dann immer zeitversetzt. Also man war selbst mit der Bewegung schon fertig. Und dann kamen auf einmal die anderen hinterher. Hat quasi immer eine Laola. Kanon. Ja, wer stellt sich so am dümmsten an? So wärst du also am ehesten nicht vertraut mit dem Internet. Ach so. Also es gibt ja immer einen, das bin hier ich, das kann ich auch sagen ruhig. Also ich habe öfter mal den Moment, dass mir jüngere Kollegen irgendwas einstellen. Ja, das macht meine Tochter bei mir auch manchmal also, so. Ich glaube, ich stelle mich da schon ziemlich blöd manchmal an. Findest du? Ja, doch. Ja. Also wenn ich es dann einmal weiß, dann ist auch gut. Aber bis ich es weiß. Ne? Ja. Also wir sind ja alle schon ein bisschen die ein bisschen jünger als du. Ja. Deswegen schaffen wir es noch. Ach so, sind gut. Wir das? So ist das, genau. Und jetzt macht ihr also, guck mal, und wenn man jetzt so zurückblickt, ja, und ihr euch die Zeit, macht ihr ja wahrscheinlich zwangsläufig, ja, nochmal so Revue passieren lasst, weil viele Sachen fallen euch vielleicht wieder ein und so. War eigentlich, sagen wir mal, der Lebensstil damals, weil es irgendwie so kein anderes, zweites Leben daneben gab. Man sollte ja eigentlich meinen, wenn man sich auf eine Sache konzentrieren kann, auf die Band und sonst nichts ist, keine Verantwortung, keine anderen Dinge, die man irgendwie hinkriegen will und so. Man sollte ja meinen, dass das einfacher ist. Jetzt habt ihr natürlich euer fertiges Leben und alles, euren Rückzugsort und all diese Dinge. Jetzt habt ihr eigentlich mehr zu tun. Ist es trotzdem entspannender oder besser? Ja. Was würdet ihr sagen? Ja, ich glaube, da achten wir sehr drauf. Ja. Das ist uns ganz wichtig. Das ist wirklich in den ersten Jahren viel zu kurz gekommen, dass man das genießt, dass man sagt, so, verarbeiten, das kam oft sogar erst Monate später, dass du Dinge verarbeitet hast und dachtest, ah ja, stimmt, da war was. Ja, das hat ewig gedauert und das wollen wir diesmal definitiv anders machen und Jubiläum feiern. Feiern heißt dann auch genießen und das wollen wir definitiv. Was ist das dann? 20 Jahre ist das Silberhochzeit? Noch nicht. Nee, 25 ist Silber. Was ist 20? Gibt's da schon was? Holz oder so. Was? Holz? Holz, sowas feiern wir nicht. Wir feiern, das ist ja kacke. Nein, wir wollen kein Holzjubiläum. Sowas feiern wir nicht. Quatsch. Das gibt's, aber ich weiß nicht. Stolz. Also, Entschuldigung. Holz kommt nach Knochen.